Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der im Spiel Seven Days of D. Ich beginne heute unser Spiel mit dem Kochen von einem Eintopf. Und zwar Wildbrett-Eintopf. Da kochen wir gleich mal. Und dort schauen wir unseren Garten nach, wo wir holen können. So, räumen wir hier unseren Krimskrams wieder ein. Wir haben alle Hand, ne? Aber nie genug. Wasser brauchen wir, Mann. Ich werde heute ein bisschen Holz holen. Ich baue gerade den Mod für Stiefel, die wir gleich herstellen, und zwar Reparaturkits, aber noch 10 Stück. Da brauche ich 15. Machen wir Inventar, ne? Die am schnellsten. Ein handlicher Mann. So, dann nehmen wir raus. Teile. Die Teile. Können wir darüber tun. Schraubenfedern. Beton. Das nehmen wir auch raus. Wir werden gleich rausgehen und dann draußen ein bisschen was tun. Und zwar aufwerten werden wir nicht. Aber wir werden Holz holen. Nur eine Magnum mitnehmen, ne? So. Batterie brauchen wir auch nicht. Da passt noch rein. So, Zollholzmunition. Mit draußen aufstellen. Mach das auf. Wenn das losgeht, werden wir hier so. Im Gitter stehen, dann müssen wir noch aufwerten. Aber das können wir noch machen, ne? Wie wenn man sehen, ob wir Holz kriegen. Den nehmen wir ja mit, falls wir Besuch kriegen. Das können wir hier lassen. Das auch. Wasser können wir auch hier lassen. Wir haben Kaffee, wir haben Normalwasser. Wir pflanzen auch noch einen Samen aus, eine Pflanze. Munition haben wir noch genug, ja. Wir haben Maschinengewehr, ne? So, wo pflanzen wir Bruchstück hin? Wir haben noch einen Platz. Der Platz wird dann so eng. Wir haben wahrscheinlich noch irgendwann bisschen anbauen können. Da gehen wir auf Pilze. Ja. Also im Garten ist ein bisschen was zu holen, ne? Ach, die schon wieder. Ja, lästig, hier einen gelben Sack da gelassen. Und hier unten ist mein kleines Käfig für mich, damit ich da halbwegs geschützt bin. Von oben vom Geier und von vorne von den anderen Zombies. Deswegen ist da jetzt überall Stahlgitter vor. Wir holen mal den gelben Sack und dann werden wir losdüsen. Ein paar Holz, ein paar Bäume holen, ne? Hier vorne, wer noch nicht gesehen hat, habe ich jetzt ja die Zugbrücke, normales Tor.
Muss hier noch ein bisschen was bauen und machen und tun, aber muss nicht gleich sein. So, dann mal das Moped nehmen und fahren zum gelben Sack. Heute Nacht habe ich ein bisschen gebuddelt, aber ich war noch nicht angekommen. Na, Eier? Keine Eier. Aber das ist nicht schlecht. Munition, Gewehr und Eisen. Und Medizin. So. Wir haben noch nicht alle Häuser besucht, ne? Wo wird leer? Obwohl, nicht ganz leer. Wir sind nicht leer, ne? Ich wollte ja Bäume holen. Bäume. Für die Schmiede zum Beispiel. Und dann nehmen wir uns die schönen Nordtanten raus, ne? Sind ja nicht viele. So. Unsere Axt. Stehende Axt. Einmal wird noch leveln. Und zu vergeben eine Möglichkeit. Aber noch ein weiter Weg, ne? Also. Ein bisschen auf die Schwach. Wäre schon ausgepowert. Bisschen Kaffee, ne? Schlag dann in den Ohr nehmen, ne? Oh, ha! Tag 56, jetzt kommt die erste. Ja. Heute ist Blutmond. Ohne Eisenader. Aber jetzt brauche ich nichts mehr, alles da. Oh, Nest. Keine Eier. Ja, Munition auch genug normalerweise. Ach, da habe ich geparkt. Gut, dann fahren wir nach Hause. Wir wollen gleich noch ein paar Fallen aufstellen.
Mal Überraschung. Oh, Brücke nicht hochgemacht. Oh, das macht nichts. Solange Tür zu ist, ne? Gut, dann werden wir ein bisschen Beton aufwerten hier. Und zwar da eine Ecke, sehe ich gerade so schön. Wenn wir da rankommen. Da kann auch gemacht werden, da die Ecke. Aber die heutige Folge, da wird eh nichts, sei gleich. Weil das ist einfach zu noch lange hin. So, gut. Cobblestone habe ich hergestellt, das ist gut. Gut oder nicht gut. Dann brauchen wir hier was anderes. Und zwar die Teile hier. Ja, dann muss ich auch Feuerholz anlegen, ne? Ne? Zement können wir herstellen, ne? Brauchen wir nicht massenweise. Also richtig viel Zement normalerweise. Und hier können wir es herstellen. Und zwar mindestens 30 Stück. Da mal 45. Nicht rausgehen. Zum zweiten Werkbank. Ich nehme noch Feuer an. Mal aus. So, und hier. Ach, unser Mod für Stiefel. Müssen wir gleich mal gucken, wie passt, ne? Und zwar, na hier nicht. Ah, Quatsch. Was wollte ich machen? Oh, hab ich vergessen. Ah, hier. Machen wir auch 45. Wir haben natürlich auf Lager, muss man so sagen. Aber ein paar Reserve zu haben, ist nicht von Schaden. Mehr geht so gar nicht. So, wir haben Cobblestone, wir haben Eisen. Dann werden wir gleich Eisen einschmelzen. Und zwar 500. Fertig, ne? Machen wir rein. Machen wir schnell Eisen fertig. Das dauert noch ein bisschen. Dann wollte ich ja schauen, um die Stiefel verändern. Ah, geht nicht viel rein, ne? Ah, ist doof. Äußerst blöd. Leider nicht anders. Vielleicht kann ich mal irgendwann andere Stiefel herstellen, die besser sind. Kann das sein, ne? So. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Eisen haben wir nichts. Da wollen wir sehen, dass wir jetzt das hier bekommen.
Beton. Beton haben wir auch noch hier auf Lager gehabt. Stahl wollen wir rausnehmen. Weil ich möchte Beton gar nicht aufwerten zu Stahl. Das mag ich auch nicht. Das ist zu früh und zu teuer. Also man braucht Unmengen an Stahl dafür. Und das haben wir aktuell nicht. Eisen haben wir. Eisen aufwerten ist okay. Beton. Wenn wir noch den Rest aufwerten. Unsere Pistole. Überladung nicht gut. Dann nehmen wir raus. Was kann rausgenommen werden? Tabletten. Dann kann raus. Dieser Mod kann auch raus. Dann Zapfen kann auch raus. Da liegen zwar nichts, aber Federn. Na gut, machen wir hier mal rein. Steine, Pflanze. Jagdgewehr kann verkauft werden. Das wird dann verkauft. Das würde bringen 57, na, immerhin, ne? So, um unseren Eintopf gucken. Das sieht gut aus. Gut, dann werden wir gleich aufwerten, ne? Unten war noch was zu machen. Hier auch. Wir wollen ja nicht von den Zombies überrascht werden. Da draußen war auch noch was gewesen. Weil, wenn sie mal einen durchbrechen, dann wieder nicht bei uns durch den Beton, ne? Da unten ist noch ein gemacht von, auch gut, macht da nicht so schlimm. Hier ist noch alles Holz, aber gut. Ich sag mal, das ist nicht so schlimm. So, Beton. Weil ich bin mir absichern im Prinzip, dass sie mich hier nicht überraschen. Oder wollte er schon Stahl haben? Und ich will nicht aufwerten, ne? Also zu weit. Also Stahl ist noch sehr, sehr weit weg. Also da. Da bin ich Tage beschäftigt mit der Eisen, in der Mine. Nur wegen Fördern. So, das hier außen ist erledigt. Draußen überlege ich gerade. Hier kurz reparieren. Mal schauen, ob ich da ankomme. Das ist gut. Eine Sorge weniger. Sag mal so. Eine Schwachstelle weniger. Ich meine, die würden nicht da eindringen, also in Ecke. Ich denke mal, werden sie nicht eindringen, aber man weiß ja nie, ne? So, hier Decke ist auch okay. Wenn sie hier hochkommen. Weiß ich nicht genau. Normalerweise nicht. Aber man weiß ja nicht, ne? Hier ist überall Stahlbeton schon, aber keine Türen. Okay, das ist nicht schlimm. Das war ja auch nicht vorgesehen.
doch schon Schaden genommen, ne? Wenn man doch ein bisschen reparieren müssen. Na, die olle Schreierin wieder mal. Gibt's doch gar nicht. Wo kommt denn die jetzt wieder her? Sehe ich nicht. So schnell kann sie gar nicht auflösen normalerweise. Man weiß ja nie. Ich möchte eigentlich noch ein bisschen leveln, vielleicht kann ich noch ein paar Punkte vergeben und das wäre gar nicht schlecht. Deswegen baue ich ein bisschen auf. Muss sowieso gemacht werden. Weil wenn doch mal ein Angriff erfolgt von unten, und die werden aggressiver, dann muss man schon ein bisschen aufwerten, ne? Im Keller droht eigentlich keine Gefahr mehr, Anführungszeichen. Sie könnten natürlich über den Gang von den draußen im Prinzip reindringen, ne? Aber darum habe ich ja hier das hier gebaut, dass ich da empfangen kann, ne? Denn im Grunde, ich kann sie niemand aufhalten, wenn ich nicht gerade in der Nähe bin zum Erschießen oder wenn die Fallen noch nicht aktiv sind, die ich noch nicht haben kann. Also ich muss ja erstmal ein bisschen was noch lernen an der Beziehung, dass ich da das bauen kann. Stromfallen oder irgendwelche anderen Fallen, ne? Anfangs habe ich die Blöcke rausgeschlagen und durch Stahlblöcke ersetzt. Das ist ja eigentlich im Grunde nicht notwendig. Man muss halt nur aufwerten, ne? Also jetzt kann es ja nochmal aufwerten werden. Schön frisch, ne? Sieht gut aus. Da alles fertig. Sobald das trocken ist, kann noch einmal gemacht werden zur Stahlbeton. So wie hier. Aber Wahnsinn. Nagelpistole geht viel schneller als ein Hammer. Gut, man steigert sich, ne? Also der andere Teil anfangs mit einem Steinaxt, ne? War ja auch ein Ding, ne? Aber gut. Ja, wieder nur einen Punkt gekriegt. Gibt's doch gar nicht. Und zwar, ich wollte eigentlich machen hier Ingenieur. So, da brauche ich noch. Also was ist mit Schaden, mit Kopfschuss und mit Schockstäben und Schrott. Was jetzt? Also brauche ich 2 Punkte, Mann. Das ist ja. Ja, das kriege ich jetzt nicht mehr, ne?
Selbst wenn ich jetzt hier alles detonieren würde, was nicht möglich ist, weil einfach der Rohstoff fehlt. So, liebe Schauer, das soll es heute gewesen sein. Ich mache mal nicht so lange. Das bringt ja jetzt eh nichts. Ich muss ein bisschen aufwerten. Dann seid mal Tschüss und Winkel. Danke mal fürs Reinschauen. Ich denke mal, sobald es losgeht, melde ich mich wieder zur Blutbrotnacht. Ich werde noch hier noch ein bisschen bauen und aufwerten und die Fallen aufstellen. Ansonsten seid mal Tschüss und Winkel. Ciao, ciao. Nochmal großes Dank fürs Reinschauen. Tschüss.